Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute öffnen wir die Champions League Stickerten zur Saison 2020-21. Hier sind wieder 90 Sticker drin, das heißt 9 Stickertütchen a 10 Sticker. Und hier ist sogar ein exklusiver Mega Gold Sticker drin, den es nur in dieser Tintdose gibt. Leider gibt es für diesen Sticker keinen Platz im Sammelalbum zum Einkleben. Das heißt, man muss ihn sich irgendwie anders aufbewahren oder woanders hinkleben. Die Dose kostet 9,99 €. Hier vorne auf der Tin sind nochmal 4 Base-Sticker abgebildet mit Marcus Rashford, Eden Hazard, Erling Haaland und Miralem Pjanic. Zu sagen ist noch dazu, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Tipp für die Leute, die gerne im Topps Online-Shop bestellen. Und zwar kann man diese Tin im Topps Online-Shop für den Preis von 5,99 € erwerben. Muss dann zwar, falls man noch nicht bei dem Wert von 25 € ist, was man bestellt, noch 2,20 € Versandkosten drauf bezahlen, aber ich finde, das ist ein guter Preis. Und diese Tin kann man auch nur im Online-Shop bekommen oder halt nur im Online-Handel, sowie an großen Spielwarenhändlern wie zum Beispiel MyToys oder Toys R Us, bei solchen Händlern halt, aber nicht normal im Kiosk. Und zwar haben wir hier drauf auf der Tin-Dose Ronaldo, Mbappé, Fernandes, Messi, Sterling, Ronaldo und der Champions League Pot. Eigentlich das gleiche Design wie auf dem Cover von dem Album. Ich würde sagen, wir öffnen die Tin und dann blickt uns hier der Limited Edition Sticker direkt schon an. Und der ist dafür, dass er in der Tin eigentlich immer rumfliegt hier, echt in gutem Zustand. Hier oben die Ecke ist ein bisschen beschädigt, aber sonst ist der Sticker in einem echt guten Zustand. Und wenn man den hier mal ein bisschen rumdreht, sieht man auch den schönen Gold-Effekt. Hier die gleichen Spieler drauf wie auf der Tin vorne. Dann haben wir hier noch unsere neuen Tüten einfach so reingelegt. Und ich würde sagen, wir legen los und finden hier als allererstes den One-to-Watch-Sticker von Lewandowski. Und dann ein Glitzer-Sticker, und zwar der Kapitän-Sticker von Dusan Tadic von Ajax Amsterdam. Dann drehen wir kurz ein bisschen die Sticker uns zurecht, finden Benjamin Mondi, Mason Mount, Marcus Thuram, Emil Forsberg, oh, Leroy Sané, nice, Junior Moraes, Lukas Piszczek und zu guter Letzt wieder ein Ajax-Spieler mit Tagliafico. Dann haben wir Virgil van Dijk als Monster-Watch oder Starspieler-Sticker und unser erstes Logo legt uns hier an, und zwar das Logo vom FC Barcelona. Ja, Barcelona ist momentan echt in der Krise, was sowohl was die Verbindung mit den Spielern angeht, als auch vom Sportlichen. Dann haben wir Draxler, Kulikov, Sanson, Vazquez, Eden Hazard, nice, Raphael, Luc de Jong und Morata, mittlerweile bei Juventus, aber hier noch für Atletico in der Serie. Drittes Stickertütchen. Hier erwartet uns der Rising Star Sticker von Camavinga. Und der ist jetzt schon einiges wert, obwohl die Sticker-Serie noch recht frisch erhältlich ist. Den lege ich mir auch schön extra hier unten hin. Dann finden wir noch das Logo von Lokomotiv Moskau, einer der drei russischen Vertreter. Interessant, dass Russland mit drei Vertretern in der Champions League dabei ist. Dann haben wir Sergio Aguero, Ethan Horvath, Jan Sommer, Lukas Klostermann, Thibaut Courtois, Seri Bulbat, Joan Jourda und David De Gea. Echt viele Torhüter. Ich glaube, wir hatten hier 4 Torhüter in dem Päckchen drin. Und unser nächstes Päckchen startet wieder mit einem Starspieler, Marcus Rashford. Und dann eins der weiteren russischen Teams als Logo, und zwar das von Zenit St. Petersburg. Und das finde ich, sieht richtig schön aus, das Logo von St. Petersburg, also auf dem Glitzer-Sticker hier. Dann haben wir Bernardo Silva, das UEFA Champions League Logo aus der vorderen Seite. Stefan Leiner, Joe Gomez, Samuel Umtiti, Hamari Traoré, Douglas Santos, der Ex-HSV-Spieler und Lindelöf. Als erstes haben wir hier den Rising Star von Vinicius Junior, also der Sticker als Rising Star. Dann das Liverpool-Logo. Und wieder der erste Sticker umgedreht, Antonio Rüdiger, dann Ul Herme, Jordan Amavi, Vividi, Virgil van Dijk, nice, Gerard Piqué,
komisch, dass die meisten Barca-Spieler von der Seite fotografiert wurden und nicht so von vorne. Dann Wischka, der beste Spieler bei Bajak Schier. Und Akanji sowie Thomas Lehmann. Und jetzt öffnen wir unser nächstes Dickerfütchen. Sollte unser sechstes sogar schon sein. So weit sind wir schon fortgeschritten. Und wir finden hier zuerst Zapata als Once-to-Watch-Sticker oder als Starspieler. Dann das Logo von Manchester United. Bisher viele Logo-Sticker. Und dann Kyle Walker, Clinton Mata, Nico Elvedi, Nordi Mukiele. Oh, nice, Serge Gnabry, Dentinho, Suso, Labiat und dann sind wir wieder bei Kai Walker angelangt. Und welchen Sticker finden wir hier als erstes? Der Rising Star von Ansu Fati. Mittlerweile ja nicht mehr sein allererster Sticker, den gab es letztes Jahr in der La Liga Sticker Collection, als in der Update-Serie, aber auch ein echt schöner Rising Star Sticker. Dann haben wir das Paris Saint-Germain Logo und unser restlichen Base-Sticker ist einer der vielen Neutransfers hier von Chelsea mit Thiago Silva. Dann haben wir Charles de Ketelaere, auch ein ganz junges Talent, auch schon letzte Saison Champions League gespielt. Dann Oscar Wendt, Konrad Leimer, Toni Groß, Antonio, Lovren, Bruno Fernandes, nice. Und dann sind wir durchs Päckchen durch. Also echt viele coole Spieler hier gezogen bisher. Und unser vorletztes Sticker-Tütchen startet mit dem Starspieler von Brügge, Hans Vanacken. Und dann haben wir das Logo von Real Madrid. Und so Base-Sticker sind Paredes, Rika, Sakai, Robertson, Alba. Dann ein Spieler von Başakşehir, Ponk, würde ich ihn aussprechen. Und Karabaev von St. Petersburg sowie Correa von Atleti Madrid. Und unser letztes Sticker-Päckchen aus der TIN, und zwar den von Callum Hudson-Odoi. Dann haben wir noch als zweiten Sticker das Logo von Gladbach und unsere 8 Base-Sticker sind Guy oder Guyet, Miranchuk, Thorgan Hazard, Kevin Campbell, Kingsley Coman, der Retter vom FC Bayern München im Champions League-Finale, Dembaba, Emre Can und Thomas Partey, mittlerweile schon bei den Gunners bei Arsenal. Und das war unsere schöne Champions League Sticker TIN Saison 2020-21. Und hier finden wir diesen exklusiven Golden Limited Edition Sticker von der Serie. Das war's noch von dem Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und sonst könnt ihr gerne hier abonnieren, hier noch eine Playlist auschecken und hier ein anderes Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schaut es euch auf Wiedersehen.